Liebe, beste Waffe gegen das Böse. Des Menschen mächtigste Waffe gegen alles Böse ist die Liebe. Wer die Liebe hat, dem steht Gott selbst zur Seite, weil er in ihm ist und seiner Macht wahrlich alles sich beugen muss. Und es flieht das Böse vor dieser Waffe, oder es lässt sich überwinden. Denn die Liebe ist sein schärfster Gegner, dem es nicht standhalten kann. Die Liebe macht sich untertan, was mit ihr in Berührung kommt, so es nicht offensichtlich die Liebe flieht. Und darum wird immer die Liebe die beste Waffe sein für den Menschen. Darum wird er immer erfolgreich kämpfen und sich nicht zu fürchten brauchen, so er mit dieser Waffe in den Kampf zieht. Dies wird beherzigt werden müssen in jeder Lebenslage, in jeder Streitigkeit und vor allem in der letzten Kampfzeit, da selbst gegen die Liebe vorgeschritten werden wird. Denn es wird der Gegner Gottes ganz besonders darauf drängen, dass auch das Liebeswirken unterdrückt und also unausführbar gemacht werde. Er wird die Menschen bestimmen, Gebote zu erlassen, die hemmend wirken auf die Liebetätigkeit, welche Gott fordert. Er wird sich nicht scheuen, durch Menschen das für Unrecht zu erklären, was allein dem Willen Gottes entspricht. Er wird Lieblosigkeit fordern, wo Gott Wirken in Liebe verlangt, weil er nur dann siegen kann über die Menschen, wenn diese die Waffe der Liebe nicht mehr gebrauchen. Und dies bedeutet eine große Gefahr für die menschliche Seele, der vollbewusst entgegengetreten werden muss. Und darum mahnt Gott die Menschen zu unausgesetztem Liebeswirken. Er stellt ihnen den Segen dessen vor und die Kraft, die der Mensch schöpft, so er unentwegt liebetätig ist. Er darf sich nicht beirren lassen durch weltliche Bestimmungen und er muss immer das tun, nur tun, was das Herz ihn zu tun heißt. Denn ohne Liebe versinkt er in die Finsternis und der Gegner hat sein Ziel erreicht. Die Liebe ist göttlich und wer in der Liebe bleibt, der trägt Gott in sich und wird keine Macht zu fürchten haben, ob sie ihn auch noch so sehr bedroht. Wer in der Liebe bleibt, dessen Innerstes leistet Widerstand dem Ansinnen der Welt, die vom Gegner Gottes regiert wird. Und diesen Widerstand kann niemand brechen, denn des Gegners Kraft ist schwach und reicht nicht an die Kraft der Liebe heran. Es darf die Liebe nicht verbannt werden, ansonsten dies völligen Untergang bedeutet. Nur wer liebt, wird leben. Die Lieblosigkeit aber zieht unweigerlich den Tod der Seele nach sich. Und dies ist das Ziel des Widersachers, dass er in die Finsternis stürzen will, alles Geistige, das dem Licht entgegenstrebt. Wer aber in der Liebe lebt, gegen den ist er machtlos. Und wer in der Liebe lebt, der soll auch die Liebe ausstrahlen auf seinen Nächsten, auf dass dieser die Kraft der Liebe erkenne und gleichfalls danach strebe, indem er die Liebe übt, wo immer ihm dazu Gelegenheit geboten ist. Nur der wird stark sein in der kommenden Zeit, der sich zur Liebe gestaltet hat. Ihn wird nichts schrecken, er wird jeden Ansturm mit der Liebe auszugleichen versuchen und er wird um sich eine Mauer errichten, die niemand einreißen kann. Die Liebe ist der mächtigste Faktor auf Erden. Sie ist der Schlüssel zur Weisheit. Sie ist die Brücke zum jenseitigen Leben. Sie ist die Gewähr für die Liebe Gottes. Und also bedeutet sie Licht und Kraft. Und beides ist Leben. In aller Weisheit tätig sein zu können, bis in alle Ewigkeit. Nur die Liebe führt zu dem Ziel, nur die Liebe gibt dem Geistigen im Menschen den Urzustand zurück,
Nur die Liebe führt ihn Gott näher und darf darum niemals ausgeschaltet werden. Und niemals dürfen sich die Menschen den Bestimmungen beugen, die eine Liebebetätigung unterdrücken und die darum immer das Werk dessen sind, der als Gegner Gottes bar ist jeder Liebe und darum sie bekämpft. Liebe, Schutz gegen das Böse. Eine mächtige Waffe im Kampf gegen das Böse ist die Liebe. Und wer mit dieser Waffe kämpft, der wird Sieger sein. Wer in der Liebe steht, dem kann die böse Macht nichts anhaben. Er ist geschützt gegen alle Versuche des Feindes, ihm ein Leid zuzufügen. Und also soll erstes Bemühen des Menschen sein, sich in der Liebe zu üben. Dann wird er wenigen Versuchungen ausgesetzt sein. Denn einen liebenden Menschen behelligt der Feind nicht, weil er weiß, dass seine Bemühungen erfolglos sind. Und daher wird der liebetätige Mensch ein leichteres Leben auf Erden führen. Er wird nicht so schwerem Leid oder Misshelligkeiten ausgesetzt sein. Denn so er in der Liebe steht, ist er schon Gott zugewandt und benötigt das Leid nicht mehr zur Umgestaltung seines Denkens. Die Liebe und Gott sind untrennbar. Liebend tätig zu sein heißt, gleichzeitig die Gottferne zu verringern. Es heißt also, Gott immer näher zu kommen. Und wo Gott selbst durch die Liebe im Menschen ist, dort wird verständlicherweise der Feind nicht sein können, also der Mensch dessen Bedrängen nicht ausgesetzt sein. Die Liebe zu üben ist erstes und wichtigstes Gebot, weil ja erst der liebetätige Mensch Anrecht hat auf die göttliche Liebe. Die Zuwendung der göttlichen Liebe aber ist das Einzige, was der Mensch auf Erden begehren soll. Denn die göttliche Liebe erfüllt ihm alles. Sie gibt ihm irdisches und geistiges Gut. Sie gibt ihm den Frieden der Seele. Sie gibt ihm Kraft und Gnade. Sie führt ihn ein in das Wissen und hält ihm alles Unreine fern, das den Menschen umgibt und ihn bedrängt. Die göttliche Liebe hat nur ein Ziel, ihre Geschöpfe zu bewegen, sich dem Schöpfer von Ewigkeit anzuschließen. Also wird die Liebe immer den Zusammenschluss mit Gott begünstigen und folglich das Lösen bedeuten von der Macht, die wieder Gott ist. Wo also die Liebe ist, kann nicht der Gegner Gottes sein. Darum kann der liebende Mensch auch nicht dem Treiben des Widersachers ausgeliefert sein. Er schützt sich selbst wieder diesen, so er in der Liebe lebt. Er drängt dadurch zu Gott und Gott gewährt ihm seinen Schutz gegen alles Böse. Es sei. Liebe, Gegenpol der bösen Macht. Scheidewand, Wort Gottes ist Leben. So wie sich die Zahl derer vergrößert, denen mein Wort zugänglich ist, verliert der Widersacher an Macht, denn alles, was in meinem Wort lebt, steht auch in der Liebe. Und die Liebe ist der Gegenpol des Treibens der Finsternis. Wer so nach in der Liebe lebt, ist unerreichbar den bösen Kräften. Er richtet eine unüberwindliche Scheidewand auf zwischen sich und der bösen Macht, und ist gegen alle Angriffe von dieser Seite geschützt. Denn der liebe Macht ist erheblich stärker und kann von der Macht des Hasses nicht überwunden werden. Je stärker der Liebewille ist, desto lebendiger wird auch der Glaube sein. Und in der Annahme des Wortes Gottes ist jede Tat gesegnet, denn erst die tatkräftige Befolgung meiner Lehre ist die sicherste Waffe gegen alles, was von unten kommt. Mein Wort ist und war von Ewigkeit. In meinem Wort stehen heißt Leben.
Die Macht des Bösen aber ist Verderben und Tod. Darum muss, wer mein Wort hört und danach handelt, leben in Ewigkeit. Und wer die gleiche Kraft sucht in den Werken der Nächstenliebe, der erkennt Gott gleichfalls, denn er geht schon in mir auf durch die Taten der Liebe. Des Lebens Bedingungen erfüllt, wer sich die Liebe zum ersten Grundsatz macht. Denn er hat wahrlich den besten Teil erwählt, dass er in der Kraft der göttlichen Liebe steht und gleichzeitig gefeit ist gegen die alles zerstörende Gegenmacht. Es verliert der Mensch jegliche Angst vor dem Tod, wenn die Liebe in ihm tätig ist. Denn es erwacht sein Geist zum Leben und er hat die Brücke gefunden zum Jenseits. Wie sollte ihn dann noch der Tod schrecken können, da er doch zuvor schon in den Sphären des Lichtes weilt? Wie soll er wohl den Tod fürchten, da er das ewige Leben in sich hat? Da er sich entwand der Macht, die sein verderben wollte, und so dem Leben wiedergegeben ward. Alles, was Liebe ist, ist ewig. Vergänglich dagegen, was nicht in sich die göttliche Liebe trägt. Es sei.